Boom. Allererste Speaker, den wir heute hier auf diesem Call haben, ist keine geringere Person als Mr. NBA Hussein Yaber. Okay, Hussein Yaber ist heute hier mit uns auf diesem Call. Also, wenn du aus NBA bist, drop mal NBA in den Chat. Genauso auch, wenn du nicht aus NBA bist. Okay, zeig mal ein bisschen Liebe für diesen Mann. Weil ich weiß, dass dieser Mann, okay, namens Hussein Yaber, Chairman 10 hier in unserer Organisation gerade auf dem besten Weg ist, Chairman 25 zu gehen. Das heißt, wir haben soon wahrscheinlich einen neuen Chairman 25. Okay, eine Person, die Chairman 25 gehen wird und das in seinem Alter mit 21 Jahren, was insane ist. Okay, denk mal darüber nach. Dieser Mann ist 21 Jahre. Das heißt, wenn du von einem Mann lernen kannst, wenn es darum geht, P300 zu gehen, wenn du von einer Person das Ganze lernen willst, dann ist es definitiv von ihm. Nicht einfach nur, weil ich ihn kennengelernt habe als Chairman 10. Nein, ich habe ihn kennengelernt als unranked. Ich habe ihn damals kennengelernt als unranked. Ich habe diese Zusammenarbeit mit ihm angefangen als unranked. Und ich habe seine Journey gesehen in den letzten paar Jahren. Und Leute, ich sage euch eine Sache. In den letzten paar Jahren gab es kaum Personen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die auf so einem professionellen Level arbeiten, die so konstant sind, okay, die die Dinge tu so tun aus einer Liebe, wie er es tut. Okay, die diese Dinge hier bei IAM so tun aus einer Liebe für seine Organisation, für IAM grundsätzlich, für diese Company, aus Liebe, so wie diese Person. Ich habe kaum eine Person kennengelernt und ich bin extrem dankbar für diesen Mann. Warum? Weil ich jeden einzelnen Tag mit ihm in Kontakt bin. Also es vergeht gar kein Tag, okay, es vergeht kein Tag in den letzten paar Jahren, wo wir nicht in Kontakt sind. Jeden einzelnen Tag, wir schreiben, wir callen jedes einzelne Mal. Und er fragt mich, Elia, was können wir hier machen? Was können wir da machen? Okay, lass uns das und das und das verbessern. Das heißt, er weiß ganz genau, was zu tun ist, um dieses Business hier auf ein neues Level zu bringen. Und er tut diese Dinge jeden einzelnen Tag. Er ist nicht nur ein Chairman 10 für seine Organisation, nein, er ist ein Chairman 10 für die gesamte Company. Und er ist einer der Gründe, warum IAM auch so ist, wie es ist. Und wir sind extrem dankbar für diesen Mann. Deswegen, Hussein, ich danke dir vielmals für deine Zeit, dass du heute hier auf diesem Call bist und diesen Personen auf diesem Call, die heute zeigen willst, okay, wie es funktioniert, P300 zu gehen. Deswegen, Leute, was ich euch empfehle, ist jetzt mitzuschreiben, ist jetzt präsent zu sein, das Ganze wirklich wahrzunehmen, okay, deinen Fokus zu halten, wie noch nie zuvor, weil von diesem Mann kannst du so viel lernen und trust me, das kannst du. Okay, diese Erfahrung, diese Up and Downs, die er durchgehen musste, das ist eine extrem große Sache. Warum? Weil Leader aufzubauen ist eine Sache, aber Leader zu verlieren ist eine andere Sache. Und wenn dieser Mann Leader aufbauen konnte, Leader verlieren konnte und diese Dinge wieder rebuilden konnte, also es wieder aufbauen konnte, dann hat das sehr, sehr viel zu bedeuten. Das heißt, er weiß ganz genau, wie man Ranks aufbaut, er weiß ganz genau, wie Network Marketing funktioniert und kann dir die wichtigsten Steps heute mitgeben. Okay, deswegen danke dir, Houston, vielmals für deine Zeit. Ich gebe dir den Co-Host, du kannst dich entstummen und das Team ist auf jeden Fall ready. Leute, gönnt euch diesen Part und wir sehen uns. Let's go. Alright, kann man mich hören, Bro? Yes, ich denke schon. What's up, what's up? Erstmal, Ilja, Dankeschön wirklich vom ganzen Herzen für diese lieben Worte, okay? Ich freue mich extrem auf diesen heutigen Part, auf diesen heutigen Call. Guys, lasst uns an dieser Stelle auch gerne für Ilja etwas in den Chat droppen, ein paar Herzen in den Chat, okay, Guys? Weil was Ilja im Background wirklich tagtäglich für uns plant, Leute, wie schon Ilja gesagt hat, ich bin jeden Tag mit dem Boy in Kontakt. Okay, ist mittlerweile schon Family geworden und Guys, es ist einfach crazy zu sehen, was einfach gerade im Background passiert. Okay, Guys, jeder Chairman, ein Ilja vor allem, Guys, wie wir uns im Hintergrund, okay, im Background dafür einsetzen, okay, dass diese Company wirklich wieder at the top ist. Wir sind schon meiner Meinung nach at the top, aber dass wir nicht nur im Network Marketing, X Trading ganz oben sind, sondern Guys, das Ziel und die Vision ist, dass wir in der gesamten Industrie des Network Marketings, okay, wirklich in der obersten Liga mitspielen. Und wir sind schon sehr, sehr, sehr gut dabei, Guys, okay? Das heißt, was in den nächsten 5 bis 10 Jahren passieren wird, wird absolut crazy, okay? Aber wie gesagt, nochmal danke für diese lieben Worte. Es ist mir auf jeden Fall eine Ehre, heute hier auf diesen Call speaken zu können. Ich liebe diese Calls, Guys. Ich liebe diese großen Calls. Wir sind heute über 500 Teilnehmer hier. Okay, das ist different, Guys. Wir sind über 500 Teilnehmer. Das ist auf jeden Fall extrem crazy. Und du hast es heute hier geschafft. Du hast es geschafft auf diesen heutigen Call. Deswegen drop auch gerne mal hier etwas, also vielleicht eine 5 in den Chat für dich, okay, für jeden, der es hier heute auf diesem Call geschafft hat. Weil, Guys, ich sage euch ehrlich, es ist Samstagabend, okay? Und in meinen Augen ist es normal, an sich zu arbeiten. Es ist normal, es sollte Normalität sein, seine Träume und Ziele zu verfolgen, Ladies and Gentlemen, und das vor allem an Wochenenden. Aber für die Masse da draußen, für die meisten Menschen ist es nicht normal, okay? Für die meisten Menschen, alright, ist dieser Abend gerade perfekt, um irgendwo in den Shisha-Bar zu gehen und irgendwo mit den Freunden Karten zu spielen, um irgendwo einen Film zu schauen, einen schönen Filmabend zu machen und mit irgendjemandem, keine Ahnung,
deine Zeit zu verschwenden. Oder für andere ist Samstagabend der perfekte Zeitpunkt, um irgendwo etwas, um feiern zu gehen, beziehungsweise um etwas zu feiern, obwohl es gar nichts feiern zu feiern, beziehungsweise obwohl es nichts gibt, okay, für das man feiern sollte. Versteht ihr, was ich meine, Guys? Ihr seid heute auf diesem Call, ihr seid hier dabei, ihr wollt eure Träume und Ziele erfüllen. Und es spielt keine Rolle, welchen Rank du aktuell hast. Es spielt keine Rolle, ob du gerade aktuell unranked bist, ob du P300 bist, ob du P600 bist, ob du P1K bist, ob du P2K bist. Es spielt keine Rolle, in welchem Rank du bist. Dieser Call hier ist für jede einzelne Person hier heute auf diesem Call. Weil wenn du gerade noch nicht P300 bist, dann ist dieser Call für dich. Und wenn du schon P300 bist oder darüber hinaus, ist genauso der Call für dich. Warum? Weil hier lernst du heute, wie du wirklich diesen Rank dann machst, aber gleichzeitig lernst du auch, wie du deinen Partnern hilfst, diesen Rank zu erreichen. Das heißt, Guys, ich meine, wie macht man diese größeren Ranks auch in diesem Business? Wie gehst du Platinum 1000? Wie gehst du Platinum 2, 5000, German 10, was auch immer? Indem du genug Menschen hilfst, das zu bekommen, was sie wollen. Indem du Menschen hilfst, in diesem Ranks erfolgreich zu werden. Im Network Marketing, in diesem Business, hier was zu kreieren. Und genau deswegen solltest du lernen und verstehen, wie du solche Ränge meisterst. Nicht nur für dich, sondern auch für andere Menschen. Deswegen sei fokussiert, nimm das mit. Okay? Und Guys, heute spricht, alright? Heute sprechen insgesamt 15 Jahre Erfahrung auf diesem Call. Guys, wir haben einen Ilya, der seit über 5 Jahren in dieser Industrie sind, okay? Wir haben einen Ilya, wir haben meine Wenigkeit. Ich bin auch genauso seit über 5 Jahren in diesem Game. Genauso haben wir einen Daniel Zubix, der seit über 5 Jahren hier heute ist. Das heißt, Guys, wir haben in einem Call knapp 15 Jahre Erfahrung, okay? Das heißt, du solltest jetzt alles beiseite legen, alles wegschmeißen. Jede Ablenkung, okay, eliminieren und absolut fokussiert sein, okay? Ich würde sagen, Ladies and Gentlemen, wir starten direkt rein. Okay, nochmal, ich bin extrem excited und freue mich vor allem auch auf morgen. Guys, morgen sind wir in Frankfurt. Okay, drop mal eine einzelne Chat, wenn ihr morgen in Frankfurt seid, okay? Wenn ihr morgen in Frankfurt seid, Guys, morgen wird es extrem crazy. Seid wirklich pünktlich am Start. Ich werde morgen wahrscheinlich als erster Speaker, wie ich es mitbekommen habe, vor Ort sein, okay, und speaken. Das heißt, extrem krasse Energy wird am Start. Morgen gibt es extrem krasse Themen von extrem vielen Persönlichkeiten, unter anderem auch von Alex Morton. Deswegen verpasst das Ganze auch nicht. Das wird crazy. So Leute, ich würde sagen, ich starte direkt einfach mal hier in meine Präsentation rein. Okay, ich habe hier so eine kleine Präsi wirklich mitgebracht und möchte über ein paar Dinge mit euch sprechen. Okay, ich möchte über ein paar Dinge mit euch sprechen, ein paar Kleinigkeiten hier wirklich heute runterbrechen, Ladies and Gentlemen. Damit wir wirklich auf einem Nenner sind, okay, Guys? Und heute geht es, wie gesagt, um den Platinum 300. Okay, das ist ein P300 Factory Call. Wenn wir über Factory nachdenken, bedeutet das oder geht es darum, dass jeder hier auf diesem Call weiß, wie er oder sie den P300 erreicht und oder, okay, wie er oder sie jemand anderem hilft, den P300 zu kreieren oder zu erreichen. Okay, genau deswegen sind wir hier. Okay, Guys, und ich werde jetzt nicht mit den Action Steps beginnen. Ich werde euch nicht sagen, hey, mach 1, 2 und 3 und du wirst dahin kommen. Guys, wir haben heute noch einen weiteren Speaker direkt nach mir, den ich direkt danach edifyen werde, dem ich danach das Wort geben wird. Okay, Guys, und das Ganze wird so strukturiert sein. Ich werde euch jetzt ein bisschen die Grundlagen geben. Ich werde euch die Foundation geben, Ladies and Gentlemen. Die Grundlagen des P300, okay? Und im Anschluss wird im Endeffekt Daniel euch zeigen, wie ihr das Haus, wie ihr diesen Turm aufbauen könnt und das Stein für Stein, Schritt für Schritt. Okay, Guys, aber ohne Grundlage, ohne Foundation, ohne Fundament kannst du kein Haus bauen. Stell dir mal vor, okay, der Burj Khalifa würde auf einem Einfamilienhausfundament aufgebaut worden sein. Was wäre mit diesem Burj Khalifa passiert? Er würde früher oder später einstürzen. Okay? Genauso, Guys. Wir wollen hier in diesem Business ein Burj Khalifa aufbauen. Wir wollen das größte Gebäude, wir wollen das größte Team aufbauen, Ladies and Gentlemen. Und um dieses größte Team aufzubauen, brauchen wir das richtige Fundament, die Foundation. Okay, Guys. Bevor ein Baum wachsen kann, was muss passieren? Ladies and Gentlemen, bevor ein Baum wachsen kann, muss was passieren? Der Baum, Guys, okay, muss erstmal dafür sorgen, es müssen erstmal die Wurzeln wachsen. Es müssen erstmal die Wurzeln wachsen. Und die Wurzeln sind die Dinge, die du nicht siehst, okay? Das ist die Arbeit, die im Hintergrund passiert. Das ist die Arbeit, die passiert, wo keiner diese Arbeit wirklich sehen kann. Man sieht noch nicht das Resultat. Aber Guys, dieses Ground, diese Foundation Work, diese Groundwork, das ist essentiell, um in diesem Business erfolgreich zu werden. Ladies and Gentlemen, wenn ich euch sage, dass das Fundament das A und O ist, dann meine ich das so. Okay, nochmal, ich bin selber seit fast 5,5 Jahren, ich bin schon seit knapp 5,5 Jahren in dieser Industrie. Okay, Guys, und wir haben schon
Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende von Menschen begleitet. Und Guys, trust me, okay? Genau das ist das, was heute geteilt wird, ist das, was du wirklich brauchst, um auf ein neues Level zu kommen. Okay, Guys, deswegen lass uns gerne mit dem ersten Punkt anfangen. Und der erste Punkt, Ladies and Gentlemen, ist Change, okay? Change, was meine ich damit? Und ich werde jetzt darauf eingehen und euch das Ganze mitgeben, Guys. Was bedeutet Change? Worauf will ich hinaus, wenn es um das Thema Change geht, Ladies and Gentlemen. Okay, wenn ich über das Thema Change spreche, viele kennen den berühmten Satz von meiner Wenigkeit, den ich sehr oft und das seit Jahren schon hier präge, den ich seit Jahren mit auf Calls teile, individuell teile, face to face, wie auch immer. Guys, ich sag schon immer, nur durch die Veränderung kommt die Verbesserung, Ladies and Gentlemen. Nur durch die Veränderung kommt die Verbesserung. Okay? Und du bist heute hier auf diesem Call, du hörst mir gerade zu. Und ich sage dir hier und jetzt direkt ins Gesicht, du musst dich verändern, egal wo du gerade stehst, um dich verbessern zu können. Ich selber, Hussein Yabe, ein Ilya Zubix, ein Daniel Zubix, ein Erik Lukas, ein Daniel Ramos, jede Persönlichkeit, ein Summit, ein Miki, okay? Diese ganzen Persönlichkeiten, diese Individuen, Ladies and Gentlemen, wir selber bis heute noch müssen das, was ich gerade sage, diesen Satz, er trifft bis heute noch auf uns alle zu. Nur indem wir uns verändern, werden wir uns weiterhin verbessern können. Und ich will, dass du, egal wo du gerade stehst, das wirklich dir mal zu Herzen nimmst. Nur durch die Veränderung kommt die Verbesserung. Und vor allem, je frischer du in diesem Business bist, je frischer du dabei bist, und ich weiß, einige sind heute hier mit dabei, die vor kurzem gestartet sind. Okay, deswegen herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch, dass du die Entscheidung getroffen hast. Aber genau für dich, okay, je früher du hier, beziehungsweise je neuer du in diesem Business bist, desto wichtiger ist das Ganze. Nur durch die Veränderung kommt die Verbesserung. Leute, ich habe das Gefühl, extrem viele Menschen, Ladies and Gentlemen, wisst ihr, was extrem viele Menschen machen? Sie versuchen mit ihrem alten Ich neue Dinge zu erreichen. Nochmal, sie versuchen mit ihrem alten Ich, Ladies and Gentlemen, neue Dinge zu erreichen. Schaut mal, ich will euch mal kurz ein Zitat zeigen, was ich damals als, ich glaube, P600 habe ich das gelesen. Okay, ja, ich war schon P600 und ich habe das damals gelesen und ich schwöre euch, seitdem hat sich alles in meinem Leben verändert. Okay, dieses Zitat, Guys, alright, ist crazy und ich will, dass ihr das Ganze euch mal durchliest, okay? Denn wenn du jetzt weißt, wer du sein willst, und davon ausgehst, okay, dass du es bist und du dich so verhältst, als ob du es bereits bist, okay, dann wird es so sein, Ladies and Gentlemen. Nochmal, denn wenn du jetzt weißt, wer du sein willst und davon ausgehst, dass du es bist und du dich so verhältst, als ob du es bereits bist, dann wird es so sein. Guys, was hiermit, okay, Neville Goddard sagen möchte, ist ganz simpel. Und nochmal, ich habe diesen Satz damals gehört und deswegen sprechen wir heute über Change. Das ist der Ursprung. Du musst verstehen, du musst dich verändern. Okay? Das Problem ist, nochmal, Guys, die meisten Menschen, sie versuchen neue Resultate mit ihrem alten Ich, mit der alten Person, die sie vorher waren, vor diesem Business, okay? Mit der alten Person, die sie geprägt hat für 18, 19, 20, 25 Jahre. Diese Person, sie wurde programmiert, um zu verlieren, das musst du verstehen. Dieses alte Ich, das muss weg. Diese alten Gewohnheiten, diese alte Denkweise, das alte Umfeld, das muss weg. Und wenn du nicht dieses alte, negative, falsche Umfeld eliminierst, dann wird das hier nicht funktionieren. Und Guys, was habe ich dann getan? Ich habe diesen Satz angefangen anzuwenden auf mein Leben, auf meinen Erfolg. Nochmal, denn wenn du jetzt weißt, wer du sein willst und davon ausgehst, dass du es bist und du dich jeden Tag so verhältst, als ob du es bereit bist, als ob du bereits die Person bist, dann wird es so sein, dann wirst du früher oder später die Person sein. Guys, ich selber habe mich damals als Chairman Tang gesehen. Ich selber bin bei Null gestartet, hatte nichts. Guys, viele kennen meine Story und wissen, ich habe nicht mal einen Bankaccount, ich habe nicht mal ein Bankkonto damals. Ich bin in meinem Kinderzimmer gestartet, hatte nicht mal ein Bad. Leute, ich war jung, ich war hungrig. Das Einzige, was ich war Hunger, ein brennendes Verlangen. Ich wollte was verändern. Ich wollte was verändern und ich wusste, ich werde dorthin kommen. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich habe angefangen zu verstehen, diese Person möchte ich sein. Das ist die Person, ich will der Chairman Ten sein. Und dementsprechend habe ich angefangen, mich so zu verhalten. Ich habe angefangen, so wie dieser Chairman zu reden, mich so zu kleiden, so zu riechen, so mich so zu geben. Okay, eine gewisse Kompetenz an den Tag zu legen. Versteht ihr, Guys? Alright, deswegen, frag dich, wer möchtest du in Zukunft sein? Fange an, die Person, die du in der Zukunft sein möchtest, okay, die du in der Zukunft sein willst, heute schon zu sein. Okay?
Weil das Zitat, Geist, denn wenn du jetzt weißt, wer du sein möchtest oder wer du sein willst und davon ausgehst, dass du schon bist, was heißt, wenn du ausgehst, dass du schon bist? Wenn du jeden Tag siehst, ich bin es schon und du dich so verhältst, als ob du es bereit bist, dann wird es so sein. Es gibt keinen Weg daran vorbei, dass du nicht dorthin kommst. Es gibt keinen Weg daran vorbei, dass du nicht dein Leben veränderst. Okay? Dementsprechend bitte ich dich, triff heute die Entscheidung, eine Veränderung zu treffen. Triff die Entscheidung, dieses alte Ich zu eliminieren. Okay, Guys, ich gebe euch mal ganz kurz noch hier ein weiteres Zitat. Okay? Ein kleines weiteres Zitat. So, change your life today. Don't gamble on the future. Act now without delay. Guys, ich schwör's euch, dieser Satz hier. Okay, ich will, dass du ihn dir aufschreibst und ausdruckst und vor dir hängst. Weil was ist hier der Keypunkt? Warum habe ich diesen Satz hier reingepackt? Nicht, weil sich Zitate schön anhören, ich mache das nicht so gerne, okay, aber trotzdem wollte ich das mal mit euch teilen. Es geht hier um Change. Hier steht in der Mitte, don't gamble on the future. Don't, also tu nicht, okay, tu nicht deine Zukunft verwetten. Tu nicht gamblen. Okay? Weil, Geist, man sagt und schreibt euch das genauso auf, the best way to predict the future is to create it. Der beste Weg, deine Zukunft vorherzusagen, ist es, sie zu kreieren. Und wenn du nur gamblest, wenn du wettest, wenn du gamblest, okay, dann hast du schon verloren. Deswegen fang heute an, dein Leben zu verändern. Agiere jetzt, ohne Pause, ohne irgendwelcher fucking Work-Life-Balance und sonstigen Bullshit. Okay? Lass uns weitergehen, Ladies and Gentlemen. Lass uns weitergehen und über das nächste Thema sprechen. Das heißt, wir haben jetzt verstanden, wir müssen eine gewisse Veränderung mitbringen. Okay, Guys, wir müssen eine gewisse Veränderung mitbringen. Jetzt geht es um das Thema Understanding. Okay, jetzt geht es um das Thema Understanding, Guys. Wir müssen verstehen, alright, dass wir diese Veränderung in unserem Leben priorisieren müssen. Okay, Guys, nochmal, wir müssen verstehen, dass diese, Guys, das ist, es ist so wichtig, was ich gerade sage. Die Veränderung muss endlich mal in deinem Leben priorisiert werden. Das Problem ist, Guys, wir denken, wir haben Zeit. Nochmal, das Problem ist, wir denken, wir haben Zeit, aber die Zeit ist unser größter Feind, Guys. Ich sage immer, okay, du musst dafür sorgen, dass die Zeit kurzfristig dein größter Feind ist, damit sie langfristig dein bester Freund sein kann. Nochmal, die Zeit muss kurzfristig dein größter Feind sein, damit sie langfristig dein bester Freund sein kann. Okay? Kann man mich noch hören? Ich denke schon, oder? Alright. Nochmal, wie gesagt, jetzt, wir haben verstanden. Kurzfristig muss die Zeit unser größter Feind sein. Und lang, damit sie langfristig unser bester Freund sein muss. Okay? Lasst uns Veränderung willkommen heißen, Guys. Alright? Nur weil du jetzt heute hier bei AM bist, nur weil du auf den Button Join Now gedrückt hast, heißt es nicht, dass du dich verändert hast. Okay? Guys, nur weil wir uns im Fitnessstudio mal angemeldet haben, heißt es das nicht, dass wir jeden Tag unser Leben im Gym verändern. Es braucht jetzt eine Entscheidung und es braucht das Verständnis dafür, okay, dass man jetzt endlich mal jemand Großartiges werden möchte. Guys, wir brauchen dieses Verlangen, du brauchst dieses Verlangen und du musst dir mal bewusst werden. Wer möchtest du in der Zukunft überhaupt sein? Versteh das. Mache dir bewusst, wer will ich sein? Guys, ich selber habe damals für mich selber gesagt, ich bin bereit, jemand Großartiges zu werden. Ich bin bereit, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ich bin bereit, der Unterschied in meiner Familie zu sein. Ich bin bereit, das, wofür meine Vorfahren nicht bereit waren, den Preis zu bezahlen, damit ich den Preis dafür bezahle. Ich war bereit, Ladies and Gentlemen, diese Dinge zu tun. Okay? Und genau das ist wichtig, Guys. Aber wenn wir über das Thema Understanding sprechen, und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Punkt. Guys, wenn es um Understanding geht, jetzt haben wir verstanden, wir müssen uns verändern. Wir haben verstanden, es beginnt mit uns selber, richtig? Und jetzt gehen wir ein bisschen deeper in dieses Thema Understanding, alright? Weil, Guys, viele wissen hier gar nicht, wie krass I am ist. Viele wissen hier gar nicht, warum P300? Warum Network Marketing? Weißt du wirklich, was ein Platinum 300 in deinem Leben wirklich bewirken kann? Weißt du wirklich, was Network Marketing ist und wieso du Network Marketing aufbauen sollst? Einige machen Network und wissen nicht mal, warum Network. Einige hier auf diesem Call sind dabei und sprechen Menschen an und geben Menschen die Möglichkeit, aber haben eigentlich keinen richtigen Plan und keinen Überblick darüber, was eigentlich hiermit möglich ist für sie und für andere Menschen. Ladies and Gentlemen, wir sind hier bei IM und ich will ganz kurz über diese Company sprechen, über diese Lösung, die du hier mit Network Marketing hast. Leute, schaut mal, um da draußen in dieser abgefuckten Welt, damit du dir ein Einkommen von 5 bis 10k aufbauen kannst,
Okay, damit du überhaupt ansatzweise dich positionieren kannst als Selbstständiger oder Unternehmer, weißt du, wie schwierig es da draußen ist, ansatzweise etwas zu tun? Mein Cousin, Ladies and Gentlemen, lebt in Dubai, hat eine Autovermietung, hat knapp 3 Millionen Dollar in seine Autovermietung investiert, besitzt, ich glaube, 6, 7, 8 Autos oder so, und das Autos, die verdammt teuer sind, okay? Und er selber erzählt mir manchmal, dass er gerade mal pro Monat zwischen 10 bis 30k netto machen kann. Okay, dass manchmal es Monate gibt, wo er 10.000, 11.000 Dollar Umsatz bzw. Nettoverdienst hat. Mit einem Investment von 3 Millionen Dollar, Ladies and Gentlemen. Du hast hier die Möglichkeit mit IM, vor allem mit Network Marketing, die mit einem 250 Dollar Investment, die ein 6- bis 7-stelliges Einkommen aufzubauen. Ladies and Gentlemen, wusstet ihr, dass 9 von 10 Restaurants und Gastronomien, die aufmachen, in den ersten 3 Jahren insolvent gehen? Wusstest du, dass 9 von 10 Startups, das ist ganz anderes. Startups, Menschen, die Ideen haben, die versuchen, in die unternehmerische Schiene zu gehen. Google das. Wie viele Startups scheitern in den ersten 1,5 Jahren? Knapp 90% der Startups scheitern in den ersten 1,5 Jahren. Sie gehen insolvent, bankrott, komplett. Guys, da draußen, Unternehmertum ist ein Krieg. Unternehmertum ist eine Schlacht. Und du hast hier, nur weil du jetzt hier bei AM gestartet bist und das in jungen Jahren, okay, du siehst nicht, wie schwierig und wie einsam Unternehmertum ist. Du siehst nicht, wie schwer es ist, sein Leben zu verändern. Da draußen kämpfen Menschen um ihre Existenz. Und sie würden alles dafür tun, um das zu haben, was du hier hast. Ladies and Gentlemen, wir sind positioniert. Wir sind alle zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Menschen. Ich bin der Meinung, damit beginnt der Erfolg in diesem Business. Erstens zu verstehen, was du an der Hand hast, und zweitens es wertzuschätzen. Ladies and Gentlemen, lass uns mal ganz kurz hier über den P300 sprechen. Lass uns mal ganz kurz hier über den P300 sprechen, okay? Lass mich euch das Ganze mal kurz zeigen und aufzeichnen. Leute, wenn ihr die Entscheidung trifft, hier in diesem Business Platinum 300 zu gehen, okay? Platinum 300 zu gehen, Guys, das sind pro Monat, okay? Das sind keine 150 Dollar mehr, Guys. Das sind 300 Dollar, die du pro Monat zur Verfügung hast, okay? Und mit 300 Dollar kannst du also hier an diesem Punkt, okay, mit 300 Dollar kannst du davon 250 Dollar, okay, in deine Autoship investieren. Okay, in deine Autoship investieren. Das heißt, du bist hier plus minus null. Du bekommst IM jeden Tag kostenlos. Du bekommst IM kostenlos. Du hast ein Business, was dir 6- bis 7-stellig liefern kann. Ein Business, was dir 6- bis 7-stellige Zahlen produzieren kann. Hast du hier for free. Und on top hast du nochmal 50 Dollar pro Monat, die du für sonstige Dinge nutzen kannst, okay? 50 Dollar pro Monat, die du für sonstige Dinge nutzen kannst. Alright, Guys, das müssen wir einfach mal realisieren. Das ist der P300. Du kannst dieses Geld, okay, beispielsweise in dein Eigenkapitalkonto investieren. Du kannst dieses Geld von mir aus, okay, für das nächste Event sparen. Du kannst so viel mit diesem Geld machen. Und Guys, das Krasseste ist, nach dem P300 kommt der P600. Und dort verdienst du das Doppelte, nur indem du ein doppelt so großes Team hast. Und das sind 10 Menschen. Leute, dieser Rank, meiner Meinung nach, ist die größte und beste Innovation, die wir bis jetzt in der Company hatten. Okay? Und Guys, wir müssen verstehen, und das ist sehr, sehr, sehr wichtig, okay? Dieser Rang hier, Ladies and Gentlemen, dieser Rang, P300, P600, P1000, das sind Zahlen, die sich zwar klein anhören, aber diese Zahlen sind essentiell, damit du irgendwann mal diese großen Zahlen machen kannst. Damit du irgendwann mal ein Platinum 5000 erreichen kannst. Damit du irgendwann mal weißt, wie du im Chairman 10 agierst. Ladies and Gentlemen, stellt euch mal vor, wir würden in diesem Business starten und der erste Rank wäre P2. Der erste Rank wäre P5. Wie denn auch? Wie würdest du wissen, wie du mit so einem großen Team umgehen sollst? Guys, jeder Rank hat seinen Sinn. Und wir müssen verstehen, dass ein PayPay 300, dieser Rank kann schon alles verändern. Du bist komplett free von deiner Autoship und hast nochmal 50 Dollar Eigenkapital extra. Bei 600 Dollar, okay, hast du über 350 Dollar extra, unabhängig von deiner Autoship. Nachdem du deine Autoship gezahlt hast, hast du 350 Dollar im Monat, die du für dich nutzen kannst. Sei es für Fixkosten, sei es in dein Business reinvestieren, das empfehle ich immer am meisten, okay, in sein Business wieder zu reinvestieren oder sonstiges. Guys, ihr habt hier wahrhaftige Zahlen. Die Zahlen funktionieren, die Zahlen sind da. Aber meine Frage an dich, worauf wartest du noch? Okay, lass uns zurückgehen. Worauf wartest du noch? Worauf wartest du noch? Okay, deswegen Leute, die Macht dahinter ist unglaublich groß. Und du kannst verdammt viel in deinem Leben verändern. Allein Network Marketing, Ladies and Gentlemen, in meinen Augen die großartigste Industrie. Hier lernt man alles. Hier lernst du alles für den Rest deines Lebens.
Viele fragen mich immer, Hussein, warum Network? Naja, ist ganz simpel. Im Network Marketing lernst du, wie du dich verkaufst, lernst zu verkaufen. Und in meinen Augen geht es nicht nur darum, irgendein Produkt zu verkaufen. Guys, im Leben, wir müssen uns jeden Tag verkaufen. Ob du jetzt mit deinen Eltern sprichst, ob du mit deinen Geschwistern sprichst, ob du mit den Eltern deines Mannes, deiner Frau sprichst, ob du mit deinem Mann, mit deiner Frau, es ist überall so. In jeder Sekunde müssen wir uns verkaufen, Guys. Wir müssen uns lernen zu artikulieren. Wir müssen wissen, wie das funktioniert. Darüber hinaus, Guys, wir müssen lernen, wie man mit Ablehnung umgeht. Das lernst du hier. Du musst lernen, wie du Menschen führst. Das lernst du hier. Und vieles weiteres. Du baust dir ein passives Einkommen auf. Und Leute, lasst mich euch was sagen. Ich habe gelernt, in den letzten knapp 5,5 beziehungsweise jetzt seit 6 Jahren bin ich im Unternehmertum allgemein, habe vieles ausprobiert, bin oft auf die Schnauze geflogen und ich habe gelernt und verstanden, okay, egal wie viel Geld du aktiv verdienst, nichts, Ladies and Gentlemen, geht über passives Einkommen. Nichts da draußen. Guys, reich sein kann man durch aktives Einkommen, aber Wohlstand, okay, Wohlstand zu haben, wohlständig zu sein, okay, wirklich wealthy, wisst ihr, was wealthy bedeutet? Wirklich Wealth zu besitzen, wohlständig zu sein, also wirklich einen Wohlstand zu haben, das kreiert man nur durch passives Einkommen. Wenn du dir die größten und erfolgreichsten Menschen der Welt studierst, diese Menschen haben eine Sache gemeinsam. Sie haben sich passive Einkommensströme geschaffen. Jetzt denk mal darüber nach, wie viele Immobilien brauchst du, um 10.000 Dollar pro Monat netto verdienen zu können? Ja, aber Hussein, Chairman Tennis auch nicht 10.000 Dollar netto. Natürlich, wenn du auswanderst. Wenn du in ein anderes Land ziehst, wo du keine Steuern zahlen musst, beispielsweise. Nenn mir jetzt mal, denk mal darüber nach, schreib es nicht mal in den Chat. Wie viele Immobilien musst du besitzen, damit du 10.000 Dollar pro Monat passiv netto ausschütten kannst? Nach meinen Rechnungen, vor allem hier in Deutschland sind das siebenstellig. Immobilien im siebenstelligen Bereich, Ladies and Gentlemen, um 10.000 Dollar pro Monat netto zu verdienen. Es sind Immobilien im siebenstelligen Bereich, mehrfach siebenstellig sogar. Du hast hier die Möglichkeit, dir ein passives Einkommen aufzubauen, gleichzeitig Menschenleben zu verändern, einen Impact zu hinterlassen. Einen Impact zu hinterlassen. Und das mit einem 250-Dollar Investment, was sogar von heute auf morgen mit einem Rank for free ist. Wow. Merkt ihr, Guys? Und genau das ist das. Ich könnte hier noch über Understanding, ich sage euch ehrlich, ich könnte hier 3 Stunden darüber reden. Es gibt so viele Argumente, so viele Fakten. Und ich kann euch nur ans Herz legen, Guys. Es hat einen Grund. Es hat einen Grund, warum man sagt, passives Einkommen ist King. Passive Income ist King. Guys, Wohlstand wird durch Passive Income aufgebaut. Und das Wundervolle hier dran ist, dass du veränderst dein Leben und gleichzeitig veränderst du auch andere Menschenleben. Und ich finde das so genial. Deswegen, verstehe, was du hier an der Hand hast. Verstehe deine Positionierung in IAM und verstehe die Macht von Network Marketing in Verbindung mit Trading. Okay? So, Guys. Ich habe noch 2 simple Punkte und dann gebe ich auch das Wort direkt ab an den nächsten Speaker. Okay? Wir haben so geplant, knapp 30 Minuten jeweils zu speaken. Okay, Guys? Deswegen, das ist Understanding. Und es geht noch viel deeper. Aber ich hoffe, bis hierhin hat das Ganze Sinn ergeben. Drop mal eine 1 in den Chat, wenn das Ganze bis hierhin für dich erstmal Sinn ergeben hat. Okay? So, Guys. Der nächste Punkt, Guys. Und das ist für mich mit der wichtigste Punkt hier heute auf diesem Call. Und ich spreche nur ganz kurz über dieses Thema. Und zwar, ich will, dass du deine Limitationen entfernst. Remove your limitations. Ladies and Gentlemen, wir sind über 500 Teilnehmer auf diesem Call. Und ich spreche hier gerade im Namen aller Chairmans. Ich spreche hier im Namen aller Leader. Und ich kann dir eine Sache vom innersten Herzen versichern, dass jeder Mensch auf diesem Call heute hier würdig ist. Jeder ist in der Lage dazu, den P300 in den nächsten 7 bis 10 Tagen zu erreichen. Ladies and Gentlemen, ich bin der Meinung, jeder auf diesem Call hier ist in der Lage dazu und ist würdig, den P300 in den nächsten 7 bis 10 Tagen dann zu machen. Wenn du gerade unranked bist, kannst du das in 7 bis 10 Tagen ohne Probleme hinbekommen. Wie, wird dir gleich Daniel noch mehr erklären. Aber ich will, dass du hier oben mal diese Limitation entfernst. Ich will, dass du die Limitation beiseite legst und verstehst, dass du alles kreieren und verändern kannst, was du möchtest. Erinnert euch an das Zitat am Anfang. Erinnert euch an das Zitat am Anfang, Guys. Naja, wenn wir negativ denken, dann werden wir auch Negatives bekommen, richtig? Ladies and Gentlemen, ich habe damals innerhalb von meinem, wir reden jetzt über den P150, ich bin in diesem Business gestartet und ich bin in der ersten Stunde P150 gegangen damals. Ich bin 4 Tage später, also am 5. Tag in meinem Business, Platinum 600 gegangen.
Ich hatte keine Vorerfahrung, ich hatte keinen Plan, was ich mache. Ich hatte nicht mal ansatzweise den Value, den ihr hier bekommt. Das Einzige, was ich hatte, war, ich wusste, ich werde es erreichen. Und ich will, dass du einfach verstehst. Nochmal, du kannst das. Du bist in der Lage dazu. Du hast alle Ressourcen, die du brauchst. Okay? Verstehe, dass es machbar ist und vor allem in weniger Zeit. Das Problem ist bei den meisten Menschen nicht, dass sie zu groß denken. Die meisten Menschen denken, wie gesagt, viel zu klein, Ladies and Gentlemen. Ich bin der Meinung, natürlich, es gibt viele, die gar nicht groß denken, ja. Aber die meisten Menschen, Guys, sie lassen sich limitieren von dem Programm, in dem sie vorher in dem sie vorher aufgewachsen wurden. Dieses Programm, sie wurden programmiert, um zu verlieren. Und sie lassen dieses Programm an ihnen hängen, anstatt dieses Programm mal zu überschreiben. Deswegen, remove your limitations. Du bist würdig, du kannst das hier. Vertrau mir, wenn es jemand anderes warum, es gibt Menschen, die in 30 Tagen den Chairman Dunn gemacht haben, warum nicht du? Es gibt da draußen Menschen, die in 90 Tagen von Chairman 10 auf Chairman 100 gegangen sind, warum nicht du? Es gibt Menschen, die haben in 2 Wochen, haben sie vom P1000 sind sie bis P5K gegangen. Ich kenne all diese Menschen. Warum sollst du nicht in den nächsten 7 bis 10 Tagen P300 gehen? Warum sollst du nicht in den nächsten 7 bis 10 Tagen von mir aus, okay, P600 gehen? Das ist möglich, Guys. Aber wir können niemals darüber hinausgehen, okay, wenn wir nicht daran glauben, wenn wir uns nicht dort sehen. Alright, Guys? Deswegen, das auf jeden Fall dazu. Gehen wir weiter. Jetzt haben wir das Mindset, wir haben diese Kleinigkeiten gesammelt. Wir haben verstanden, Change, Understanding, etc. pp. Wir haben verstanden, wir müssen unsere Limitations entfernen, unsere Limitationen beiseite legen. Wir sind würdig dafür. Ich werde jetzt ganz kurz 3 bis 4 Minuten nochmal über das System sprechen. Welches System brauchst du? Wie gehst du hier P300? Wie bin ich damals von 0 auf Platinum 1000 gegangen? Lass mich euch das Ganze zeigen, Guys, okay? So, wie bin ich damals von 0 auf P300 gegangen, Guys? Es gibt etwas, beziehungsweise P1000, sorry. Es gibt etwas, das nennt sich der Duplikationskreislauf, okay? Duplikationskreislauf. Alright, Guys. Also, ganz kurz und knackig, schnell im Schnelldurchlauf. So, es sind 4 Steps, die wir meistern müssen, Guys. Der erste Step, okay? Ich mag Rot gar nicht, deswegen nehmen wir Schwarz. So, der erste Step, Ladies and Gentlemen, nennt sich das Einladen, okay? Das ist das Einladen, Guys, okay? Gehen wir hier weiter. So, was ist der zweite Step? Der zweite Step, Guys, nennt sich Präsentieren, okay? Ich schreibe das Ganze sowas aus. So, 3 und 4. So, zweiter Step ist präsentieren. Okay? Präsentieren. Ups. So, gehen wir weiter, Guys. Nach dem Präsentieren, ich erkläre das Ganze sofort, ist das Closing bzw. Follow-up. Okay? Und zu guter Letzt haben wir das Duplizieren. Okay? So, was bedeutet das alles jetzt? Was willst du mir damit sagen, Hussein? Naja, beginnen wir, Guys. Der erste Punkt ist das Einladen. Und jetzt denk mal über den Lieblingsfilm, den du mal hattest. Was ist dein Lieblingsfilm? Denn mein Lieblingsfilm war damals Transformers. Okay, ich habe Transformers geliebt als kleiner Junge. Okay, bis heute liebe ich Transformers. Ich liebe Marvel-Filme. Marvel ist crazy. So, jetzt stelle ich dir mal eine Frage. Wenn du jetzt an deinen Lieblingsfilm denkst, richtig? Stell dir mal vor, der Trailer dieses Films ist öde, ist voll langweilig oder verrät schon alles. Geht zu lang oder geht zu kurz, versteht ihr? Er entspricht nicht dem, wie ein Trailer eigentlich sein muss. Würdest du dir den Film anschauen? Eigentlich nicht. Du würdest dann sagen, nee, ist nicht so, Bock nicht, hab jetzt keine Lust, da ins Kino für 3 Stunden zu gehen und da meine Zeit zu verschwenden. Ich würde es zumindest nicht machen. So, aber was ist, wenn der Trailer krass ist? Was ist, wenn der Trailer von diesem Film dich anspricht, wirklich etwas in dir auslöst? Dann gehst du in diesen Film, no matter what. Und genauso funktioniert das Einladen, Guys. Das Einladen ist in anderen Worten der Trailer. Der Trailer zum Film. Und je besser du einladen kannst, desto besser ist der Trailer bzw. dann auch der Film am Ende. So, gehen wir weiter. Und wofür ist das Einladen der Trailer? Naja, der Trailer ist der Trailer zum Film. Und was ist jetzt der Film? Der Film, Ladies and Gentlemen, ist hier die Präsentation. So, die Präsentation kann eine Online-Präsentation sein, kann ein Meeting sein mit einem deiner Mentoren. Die Präsentation kann ein Video sein, was du deinem Interessenten schickst. Du hast ihn ja eingeladen, okay? Du bist der Trailer gewesen, hast ihn eingeladen auf eine Präsentation. Die Präsentation kann ein Video sein, das heißt, du schickst ihm das Video. Oder du lädst ihn auf ein Meeting ein in deiner Stadt, je nachdem, was du mit deiner Upline ausgemacht hast. So, was ist jetzt der Punkt?
Du musst klar, und das haben wir jetzt verstanden, du musst ganz klar und deutlich, okay, deinen Interessenten einladen. Das ist die erste Sache, die du können musst. Du musst der Trailer sein. So, jetzt lädst du ihn ein. Aber wenn du ihn einlädst, heißt das, dass du präsentieren musst? Nein, du musst nicht der Film sein. Du musst Punkt Nummer zwei gar nicht selber umsetzen, weil das wird ja für dich übernommen von deinem Mentor, von deiner Upline, von egal wem. Das wird für dich, das musst du gar nicht selber machen. Okay? So, jetzt sagen wir mal, du hast den Interessenten eingeladen, er hat sich das Ganze angeschaut, er hat sich den Film angeschaut. Was passiert jetzt danach? Und hier machen die meisten Menschen den Fehler. Sie beantworten einfach so die Fragen von diesem Interessenten selber, okay, und verstehen nicht, dass danach der dritte Step ist folgendes. Und zwar, du musst den Interessenten auf ein Gespräch, auf ein Dreiergespräch mit deiner Upline bringen. So, jetzt rufst du, jetzt schreibst du deinem Kollegen, deinem Interessenten, hey, wann hast du Zeit? Jetzt machst du das nächste Gespräch aus. Und zu diesem nächsten Gespräch kommt deine Upline hinzu. Das ist ja ein Follow-up, ein Closing, ein Dreiergespräch. Aber bevor jetzt deine Upline hinzukommt, gibt es noch eine kleine Sache, die du können musst. Und diese Sache nennt sich hier, ich mache mal ein kleines Plus hin, das Edifying, die Ankündigung. Okay? Die Ankündigung, das Edifying. So, was jetzt bei diesem Edifying wichtig, Ladies and Gentlemen? Bei diesem Edifying ist wichtig, okay, dass man das Ganze richtig macht. Das ist ein Skillset, was du drauf haben musst. So. Jetzt, das ist das Zweite, was du können musst. Das heißt, erstens, du musst einladen können. Zweitens, du musst edifyen können. Alright? So, jetzt edifyst du, also du kündigst deine Upline an, bevor sie dazukommt. Warum? Stell dir mal vor, du bist jetzt im Call mit deinem Interessenten und dein Interessent ist drin und du holst jetzt einfach irgendeine dritte Person hinzu. Na, die Person wird sich denken so, Bro, what the fuck, wer ist Ilya? Wer ist Hussein? Wer ist die Person? So, wie soll das funktionieren? Versteht ihr, Guys? Deswegen muss man erstmal du musst deine Upline ankündigen. Wie du genau edifyst. Wie du genau jemanden einlädst, das findest du alles auf den verschiedenen Webseiten. Sei es MBA-Website, Evapti-Website, egal auf wo, wirklich, es gibt Ressourcen ohne Ende. Geh auf deine Upline diesbezüglich zu, sie wird dir alles erklären. Okay? So, jetzt hast du deine Upline hinzugefügt. Und was passiert jetzt? Deine Upline ist im Call und boom, sie übernimmt für dich genauso das Closing. Sie übernimmt das Closing für dich. Sie macht das alles für dich. Du musst selber nichts machen. Ich weiß so damals ganz genau, Ilya kam dazu, als ich unranked war und hat das Closing mit mir gemacht. Bam, ich war P150. Bam, ich war P600. Bam, ich war P1K. Versteht ihr, was ich meine? Und das Duplizieren, was bedeutet das? Wenn jemand dann startet, wir bringen der Person das Ganze bei. Das heißt, ihr seht, Guys, wir müssten nur zwei Dinge können. Und das ist unglaublich. Du musst nur einladen und du musst edifyen können. Das ist alles. Du musst der Trailer sein und du musst richtig edifyen. Okay, und das ist das System. Und je besser du das meisterst, desto erfolgreicher wirst du in diesem Business. Okay? Und zu guter Letzt, Guys, und das ist das Letzte, was ich hier sagen werde, ich habe noch eine kleine Folie. Das heißt, wir haben verstanden, das ist das System, mit dem wir arbeiten. So gehen wir P300. Und Guys, das Letzte, was ich hier ansprechen will, bevor ich direkt das Wort an den nächsten Speaker gebe, okay? The Art of Losing. Und Leute, das ist mein Lieblingsthema. Und das ganz kurz nochmal 1 bis maximal 2 Minuten, Leute. Schau mal, Leute, wenn Erfolg da draußen, das sage ich immer, wenn Erfolg ein Formular hätte, wenn es ein Formular für Erfolg gäbe, okay, und es gibt Formulare, aber wenn wirklich Erfolg da draußen ein Formular hätte, dann wäre Verlust bzw. Niederlagen zu 100% ein Teil davon. Ladies and Gentlemen, ich bin der Meinung, okay, meistens muss man verlieren, damit man lernen kann, wie man gewinnt. Man muss verstehen, dass Verlieren, Guys, ein Teil des Prozesses ist. Bedeutet in anderen Worten, ich will, dass du die richtige Erwartungshaltung hast. Ich will, dass du verstehst, auf deinem Weg Richtung Chairman, auf deinem Weg Richtung P300, auf deinem Weg in diesem Business, im Network, wirst du sehr oft das Gefühl haben, dass du verlierst. Du wirst sehr oft das Gefühl haben, dass Dinge gegen dich gehen. Du wirst Neins bekommen. Du wirst Ablehnung haben. Du wirst Hater haben. Aber vertrau mir, das ist ein Teil des Erfolges. Guys, für mich persönlich ist Verlieren eine Kunst. Wer lernt und versteht zu verlieren, ist ein Künstler. Wer lernt und versteht zu verlieren, ist ein Champion. Normale Menschen verlieren, Guys, und fühlen sich schlecht, weil sie verloren haben. Champions verlieren und fühlen sich gut, weil sie wissen, dass sie ihrem Erfolg einen Schritt näher gekommen sind. Und ich sage dir hier und jetzt, höre auf, nur immer nach den Resultaten zu suchen und zu denken, dass alles perfekt laufen wird. Erfolg, Ladies and Gentlemen, ist eine Achterbahn. Und Dinge werden gegen dich gehen, ob du willst oder nicht. Dinge werden gegen dich gehen. Du wirst Neins bekommen. Leute, ich will das. Schätz mal kurz in den Chat. Wie viele Neins hatte ich schon? Ich kann jetzt gerade den Chat nicht sehen. Keine Ahnung. Aber schreib mal kurz in den Chat. Was denkst du, wie viele Neins ich hatte? Viele denken 2000, 3000, 4000. Leute, ich selber habe in den letzten knapp 6 Jahren
über 12.000 bis 15.000 Nines gehabt. Ich habe 12.000 bis 15.000 Nines gehabt, ein Ideal Minimum, bestimmt sogar viel mehr. Guys, 12.000 bis 15.000 Nines. Stellt euch das mal vor. Und trotzdem sind wir Chairman. Trotzdem machen wir weiter. Warum? Weil wir Champions sind. Und weil wir verstehen, dass Neins, Misserfolg, Dinge, die gegen uns gehen, ein Teil vom Erfolg sind. Weil wir verstanden haben, dass wir nur lernen, wie wir gewinnen, indem wir lernen, wie wir verlieren ganz. Das heißt, ich will, dass du, während du auf dem Weg nach diesen Sign-ups zu, während du auf dem Weg bist, diese Sign-ups zu finden, während du auf dem Weg bist, diese Ja's zu bekommen, verstehe, dass Neins kommen werden und fange an, diese Neins zu lieben. Fange an zu lieben, dass jemand Nein sagt. Liebe diese Person. Liebe dieses Nein. Verstehe, jetzt verstehst du, oh mein Gott, ich komme meinem Ziel. Ich komme dem Chairman, ich komme dem P300, ich komme dem P6, welchem Rank auch immer, einen Schritt näher. Wir sagen das immer, und das habe ich damals auch gelernt. Der Unterschied zwischen einem Chairman und dir, der Unterschied zwischen dir und mir, der Unterschied zwischen Ilya und dir, ist, dass wir hatten einfach nur mehr Neins, ladies and gentlemen. Ich habe euch gerade gesagt, 10, 12 bis 15.000 Neins. Guys, lasst uns wirklich diesen Prozess wirklich, lasst uns diesen Prozess vertrauen und uns vor allem in diesen Prozess verlieben. Weil wir verstehen, dass Misserfolg, dass Neins, dass Rückschläge ein Teil von Erfolg sind. Erfolg wäre niemals Erfolg ohne Misserfolg. Merkt ihr das? Alright. With that being said, ladies and gentlemen, das war's auf jeden Fall von meiner Seite. Ich hoffe, ihr konntet wirklich an dieser Stelle etwas mitnehmen. Okay? Guys, das ist wirklich erstmal der erste grobe Part, um wirklich zu verstehen, das ist das Fundament. So funktioniert Erfolg. Das ist die Denkweise. Das sind die Skills. Das sind die Dinge, auf die du Fokus legen musst. Und jetzt kommen wir jetzt zum zweiten Part. Und der zweite Part handelt davon, was muss ich jetzt tun? What to do now? Was musst du jetzt genau tun? Was sind deine Action Steps, um jetzt wirklich dein nächstes Level zu gehen? Was sind deine Action Steps, um jetzt den P300 anzumachen? Was sind deine Action Steps, um jemandem in deinem Team zu helfen, P300 zu gehen? Und das Ganze werde nicht ich dir erklären, sondern niemand anderes als Daniel Zubix. Und Leute, wo ist das Team von Daniel Zubix jetzt? Wo ist All-Time-High? Ladies and Gentlemen, wenn ich Daniel mit einem einzigen Wort beschreiben könnte oder sollte oder müsste, dann wäre es pure Liebe und pures Leadership. Es ist Liebe und Leadership, okay? Liebe und oder Leadership, Guys. Warum? Leute, schaut mal. Immer wenn ich mit Daniel rede, er ist eher dieser ruhige, liebevolle Typ. Und Leute, ich kenne Daniel schon seit Jahren. Und ich habe Daniel in seinen höchsten Zeiten gesehen, aber ich habe auch Daniel in seinen tiefsten Zeiten gesehen. Und wisst ihr, was meiner Meinung nach einen Daniel so einzigartig macht? Ist, dass er in der Krisensituation, die er in seinem Leben durchgehen musste, trotzdem standhaft geblieben ist. Dieser Mann hat The Art of Losing verstanden. Dieser Mann hat verstanden, dass jeder Verlust dazu beiträgt, den nächsten Gewinn zu finden, dem nächsten Ziel näher zu kommen. Und auf dieser Ebene, auf der Daniel agiert hat und immer noch agiert, so zu denken, Ladies and Gentlemen, diese Geduld, diese Dankbarkeit, diese Liebe zu diesem Business, zu diesen Menschen beizubehalten, ist wirklich sehr selten. Und genau umso, und das ist einer der Gründe, warum ich sage, hey, dieser Mann hat mich definitiv auf meinem Werdegang, auf meinem Weg zum Chairman, definitiv positiv beeinflusst. Ich konnte unglaublich viel von Daniel lernen und ich bin diesem Mann verdammt, verdammt dankbar, dass er ein Teil hier von dieser Family ist, dass er ein Teil von ganz Empire ist. In meinen Augen auch einer der nächsten Chairman 25s, ein Mann, der das Herz am rechten Fleck hat. Deswegen, Guys, okay, er wird uns gleich den zweiten Part geben, was jetzt genau zu tun ist. Alright, ich weiß, wir haben jetzt ein paar Calls noch danach. Okay, nehmt euch wirklich diese letzten 15, maximal 20 Minuten Zeit. Lasst uns einem Daniel zuhören. With that being said, Brother, danke für deine Zeit. Ich freue mich extrem auf deinen Part und the stage is yours. Danke dir. Let's go. Alright, vielen lieben Dank auf jeden Fall, Hussein, für die lieben Worte. Ganz kurz, ich bin gerade im Galeriemodus. Kann man mich gut hören und sehen? Einmal bitte einen Daumen hoch von deiner Seite aus. Perfekt, na, es freut mich auf jeden Fall. Hussein, vielen, vielen lieben Dank für das Edifying. Ja, und vor allem bedanke ich mich umso mehr für deinen Part. Ja, dass man wirklich diesen P300 erstmal versteht. Ja, weil ich sage immer, vor den Actions solltest du erstmal Erkenntnis gewinnen. Erkenntnis gewinnst du durch Verständnis. Das heißt, erst wenn du Dinge richtig verstehst, erkennst du den wahren Wert dahinter und wirst dann auch, sage ich mal, diese Dinge erreichen. Bist du mit mir? Dann heb mal ganz kurz die Hand, wenn du das Ganze mit mir verstehst. Alright. Sehr nice. Guck mal, ich will dir
Um das Ganze auf diesem Call nochmal abzurunden, in den nächsten 15 bis 20 Minuten einfach mal einen Gameplan mitgeben, was du jetzt tun solltest, um diesen Platinum 300 zu erreichen. Wenn du P300 gehen möchtest, schreib mal ein Yes in den Chat, damit ich weiß auf jeden Fall, zu wem ich hier sprechen werde auf dem Call. Ja, weil P300 ist echt ein, ich sag mal, eine neue Innovation, auf die man schon irgendwo lange gewartet hat, weil ich sag mal, in allen Fällen oder ich sag mal, von jeder Perspektive aus betrachtet, ob als neu gestarteter Partner oder schon als Leader, ist der P300 eine so krasse Innovation, die jedem von uns weiterhelfen wird. Und ich will, bevor ich anfange, über den Actionplan zu reden, dir auch nochmal ganz kurz ein Verständnis darüber geben, warum der Platinum 300 ja jetzt, sag ich mal, so ein Gamechanger wurde. Guck mal, Folgendes, aus deiner Perspektive betrachtet, wenn du gerade mit Network Marketing startest oder durchstarten möchtest. Seien wir mal ehrlich, bevor es den Platinum 300 gab, welcher war immer der erste Rank, den man erreichen wollte? Auch wenn man es nicht ausgesprochen hatte. Aber unterbewusst, welcher war der erste Rank, den man immer erreichen wollte? P6, that's it. Man wollte Platinum 600 gehen. Okay, manche schreiben Chairman 10, ihr seid Überflieger, perfekt. Ja, aber die meisten schreiben Platinum 600. Und das stimmt auch. Warum Platinum 600? Warum? Ja, weil das der erste greifbare Rank ist, wo du mehr verdienst, als du ausgibst, oder? Das ist doch das Denken von jedem. Weil am Anfang denkt jeder ähnlich wie jeder Interessent, ja, wann bin ich so schnell wie möglich aus den Kosten raus? Mit dem Platinum 150 warst du nicht aus den Kosten raus. Beim Tool Free warst du zwar aus den Kosten raus, aber naja, da konntest du nicht wirklich, ja, ich sag mal, Geld verdienen, okay? Weil Geld verdienen macht mehr Spaß als Geld sparen, alright? Gut, deswegen haben wir auch tatsächlich damals mit IAM angefangen und haben unsere alte Company verlassen. Kurzer, ich sag mal, Insider von meiner Seite aus. Ja, schau mal. Der Punkt ist, Platinum 300 hat Hussein schon erklärt. Ja, du verdienst $300. Dein Autoship kostet $250. Das heißt, ja, du hast einen Gewinn von $50. Ja, das sind 40 Euro. Klingt mal erstmal vielleicht nach nicht viel. Ja, aber überleg mal, wenn du jetzt zurück an den Platinum 150 denkst, warst du eigentlich immer Minus, verstehst du, was ich meine? Und mit dem Platinum 300 bist du im Plus. Und das finde ich einfach so, ich sag mal, als solch große Innovation, dass IAM das für uns rausgebracht hatte, weil der erste Rank, du brauchst halb so viele Leute in deiner Organisation, um im Plus zu sein. Ja, kannst du bitte mal ein Dankeschön IAM Mastery Academy in den Chat dafür schreiben? Ich weiß nicht, ob dir das überhaupt bewusst wurde. Lass mich dir das mal bewusst machen. Ja, nicht jeder Launch hat funktioniert, ein Platinum 600 aufzubauen. Ja, das heißt, jetzt ist die Chance doppelt so groß, dass du Platinum 300 gehen kannst, weil du nur halb so viele wundervolle Menschen in deiner Organisation brauchst. Ja, und jetzt mal aus der Leader-Perspektive betrachtet. Ja, guck mal, an jedem Platinum 600, 1000, 2000 Buff hier auf dem Call, ja, der Partner aufziehen möchte, der gemeinsam hier, ja, ich sag mal, auch Platinum 300s aufziehen möchte. Als du launchen warst, ja, hast du bei jedem Launch einen Platinum 600 kreiert? Ich möchte mal aus meiner Erfahrung erzählen, bevor ich gleich über den Actionplan rede. Bei mir war das immer so, man war launchen, ja, und es sind tatsächlich. Ich muss ganz kurz für Team Dänemark muss ich meinen Zoom-Account den kurz senden. Gib mir eine Sekunde, ich muss denen meinen Passcode ganz kurz senden. Dann bin ich gleich für euch da. Ich habe es denen versprochen. Jetzt drop mal ein paar Herzen für Daniel in den Chat. Let's go. Yes, danke, danke, danke. Ich muss denen das noch freischalten. Ich habe es denen versprochen. Grüße gehen raus an Dänemark und Rezo. Ja, er ruft mich ganz kurz an. Gib mir eine Sekunde. Das tut mir mega leid, aber ich habe es denen versprochen. Was versprochen wurde, wird gehalten. Eine Sekunde. I'm sorry. Let's go, guys. Wie fandet ihr die Parts bis jetzt? Drop the 777 in den Chat, wenn das Ganze bis jetzt amazing war und ihr ready seid, P300 zu gehen. Let's go. Reflektiert eure Notes so lange, okay? Bis Daniel wieder da ist. Let's go. Sorry, aber jetzt haben die auf jeden Fall Zugriff für ihren Call. Es war mir nochmal sehr, sehr wichtig, denen meinen Zoom-Link zu senden. Schau mal, bei fast jedem Launch hast du vielleicht fünf Partner gestartet, sechs Partner gestartet, sieben Partner gestartet. Das heißt, die Platinum 600 wurde nicht erreicht, oder? Was kam auf? Enttäuschung.
Ja, und dann sind vielleicht zwei, drei Partner gequittet. Ja, du warst Platinum 150. Die haben fünf, sechs Leute wieder auf dem Platinum 600 gefehlt. Irgendwo ist die Enttäuschung dann groß. Wir sind irgendwo Menschen. Überleg mal, du hast so eine große Erwartung an deinen Launch, endlich Platinum 600 zu gehen. Es hat nicht funktioniert. Und wir sagen ja immer YOLO. You only launch once. Du launchst nur einmal in deinem Leben. Klar, du kannst einen Relaunch machen, aber es wird niemals so sein wie dieser erste Launch. Über den möchte ich gleich sprechen. Ja, und Platinum 300. Guck mal, du hast vielleicht 5, 6, 7 gestartet. Mit 5, 6, 7 Leute, die du gestartet hast. Herzlichen Glückwunsch. Du bist Platinum 300. An alle Leader hier in dem Call, ist euch das bewusst, dass die Erfolgsquote, die Erfolgsrate bei jedem Launch doppelt so groß ist, Platinum 300 zu kreieren? Ist euch das überhaupt bewusst? Ja, was für einen Antrieb das für uns gibt? Ja, es wird Shoutout flattern in die Chats, in die Gruppen von Platinum 300. Das heißt, aus der Sicht eines neu gestarteten Partners, wenn du Platinum 300 gehen möchtest, herzlichen Glückwunsch, du musst nicht mehr auf Platinum 600 schwitzen, du kannst Platinum 300 gehen und von da aus, sage ich mal, Richtung Platinum 600 wachsen. Ja, und für uns Leader wird der Launch umso schmackhafter. Ja, umso ein noch schöneres Erlebnis. Alright? Gut. Ich möchte jetzt über den Gameplan.